Hallo, herzlich willkommen zu meinem neuen Videoblog Statements zu Themen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Ich möchte mich hier regelmäßig kritisch mit ausgewählten Themen auseinandersetzen und würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Mein Name ist Stefan Karlec, ich bin vollkommen unabhängig, gehöre keiner Partei an, keinem Unternehmen, bin keinem Chefredakteur und auch keinem Anzeigenkunden Rechenschaft schuldig und denke, das ist eine ganz gute Voraussetzung für eine unvoreingenommene Herangehensweise. Ich habe vor 20 Jahren Volkswirtschaftslehre an der Universität in Marburg studiert und im Anschluss 4 Jahre lang als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialpolitik gearbeitet, während dieser Zeit meine Doktorarbeit verfasst, die ich dann im Anschluss an meine Promotion im Lit Verlag in der Reihe Ethik und Wirtschaft im Dialog mit dem Titel Menschenbild, Moral und wirtschaftliche Entwicklung veröffentlichen konnte. Ein sehr grundsätzliches Thema, was ich hier behandelt habe, was ich mit der Eigenschaft des Menschen insbesondere und den Implikationen, die man in der Theorie, in einer Sozialtheorie vernünftigerweise machen kann, auseinandersetzt, war sehr kritisch mit dem herkömmlichen, traditionellen Menschenbild Homo economicus aus der Wirtschaftswissenschaft umgeht. Und erfreulicherweise haben wir in den letzten Jahren einen ganz klaren Trend, wo ich mich dann auch zu Hause fühle in den neuen Strömungen der Wirtschaftswissenschaften, die dem auch sehr kritisch, also dem Homo economicus und den daraus folgenden Implikationen gegenübersteht. Gut, das Thema des Buches ist zu komplex, um das jetzt hier aufzuarbeiten, aber es wird sicherlich hin und wieder indirekt eine Rolle spielen, weil es hier sehr viel in meinem Gehirn geordnet hat, wonach ich auch viele Dinge beurteile. Gut, ich habe im Anschluss an meine Tätigkeit an der Universität eine Auszeit von rund 2 Jahren genommen, um mich einer alten Leidenschaft zuzuwenden, nämlich der Musik. Ich habe viele Jahre lang Musik in meiner Jugend gemacht, auch während des Studiums noch, und habe das langsam ganz ad acta gelegt. Das spielte einige Jahre dann gar keine Rolle mehr. Und dann hatte ich allerdings das Bedürfnis, da nochmal ranzugehen. Und herausgekommen sind 2 CDs, die ich mit meiner Musik produziert habe und eingespielt habe. Das ist zum einen die CD Mondgespräche, hier mit einem netten Cover des Münchner Künstlers Rainer Suchi, das er extra für mich angefertigt hatte. Und das zweite Album Bars and Stars mit einer Fotomontage einer schönen Bar, die ins Weltall gesetzt wurde. Das Ganze blieb allerdings kommerziell erfolglos. Ich bin trotzdem sehr froh, dass ich es gemacht habe, aber das hat mich dann wieder zurückgebracht in meine eigentliche Berufung, die Volkswirtschaftslehre. Dort allerdings in einen Bereich, der eher ein wenig artfremd ist, sage ich mal, nämlich in den Bereich öffentlicher Kommunikation. Dort verbinde ich also die Expertise als, sage ich mal, wirtschaftlich und politisch gebildeter Mensch mit der Fähigkeit zu formulieren und über die Öffentlichkeitswirkung auch nachzudenken. Auch da hilft mir die Thematik Moral, weil
Politische Correctness, Political Correctness, müsste man wohl sagen, spielt in der öffentlichen Kommunikation, wie wir alle wissen, eine große Rolle. Das ist für mich eine gute Grundlage zur Beurteilung. So, ich habe während dieser Zeit dann als freiberuflicher Berater in Sachen öffentliche Kommunikation, Public Relations, Public Affairs, aber auch Werbung, Imagewerbung, eine Menge wirklich interessanter Persönlichkeiten kennengelernt, eine Menge vollkommen unterschiedlicher Projekte bearbeitet. Die vermutlich wichtigste und bekannteste Persönlichkeit, die mir begegnet ist, während dieser Zeit, ist der ehemalige Ministerpräsident und später erfolgreicher Unternehmer Lothar Späth. Wir haben einige Jahre, zum Teil intensiv, verschiedene Projekte zusammen gemacht und da bin ich sehr dankbar für und habe viel lernen können, habe viele Erfahrungen sammeln können, die mich dann auch für andere Projekte gerüstet haben. Ja, vielleicht noch erwähnenswert, dass ich seit 2 Jahren nebenher natürlich nur als Gastdozent an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Ravensburg doziere für 2, 3 Wochen im Jahr. Die große Distanz aus dem niedersächsischen Oldenburg, in dem ich lebe und aus dem heraus ich arbeite, und dem ja fast an der Schweizer Grenze gelegenen Ravensburg ist natürlich so groß, dass ich da in Blockseminaren nur meine Dienste anbieten kann. Das mache ich sehr gerne und hoffe auch noch lange. Freue mich, dass ich da auch mit jungen Menschen immer wieder in Kontakt gerate und auch die Tuchfühlung für Menschen, die dort auch als Kommunikationsspezialisten ausgebildet werden, behalte. Ja, das war's soweit zu meiner Person. Ich möchte zum Schluss noch das tun, was ich am Schluss eines jeden Blogs machen will, nämlich euch eine CD aus meiner persönlichen Sammlung, die ihr hier zum Teil im Hintergrund seht, der größere Teil steht dort vorne, vorstellen. Sie umfasst ungefähr 1500 Alben aus Klassik, Jazz, Soul, Pop, Rock, Electronic, New Jazz. Und da habe ich einige Exemplare, denke ich mal, die nicht in jedem Schrank stehen, die ich als sehr gelungen, als sehr wertvoll einschätze und hoffe, dass ich euch, zumindest denen unter euch, die sich überhaupt für Musik interessieren, für etwas anspruchsvollere Musik interessieren, vielleicht den einen oder anderen Tipp geben kann über Produktionen, die euch noch nicht bekannt sind. Da möchte ich heute mal anfangen mit einer Produktion der Herren Cihan und Carmin, die aus Wien kommen. Wir haben ihr erstes gemeinsames Album hier mit dem Namen Freaks and Icons im Jahre 2000 gemacht. Ich habe dieses Album zufällig beim Stöbern auf einer Geschäftsreise in Zürich entdeckt und das hat mich so ein bisschen in die neue Zeit, in neue Musik reingeholt. Würde ich am ehesten in den Bereich des New Jazz verorten, also viele elektronische Klänge, aber wirklich mit großem musikalischen Geschick arrangiert. Sehr interessant, nicht nur keine Dance-Musik, sondern man kann auch darauf tanzen, sicherlich, aber das ist nicht der alleinige Zweck. Da lässt sich eine Menge raushören und tolle sphärische Samples verarbeitet. Also, ich höre es auch 13 Jahre nachdem ich sie gekauft habe, immer wieder sehr gerne
Und wenn ihr sie nicht kennt und euch für dieses Genre interessiert oder interessieren könntet, mein Tipp, hört rein. Gut, das war's für heute. Ich würde mich freuen, wenn ihr zukünftig reinschaut und wir uns wiedersehen. Und ich sage Tschüss.